Da waren Männer wunderbar. Schaut. Wie im alten Griechenland. Der Überbringer der schlechten Nachricht wird hingerichtet, aber an der schlechten Sie Nachricht. Sie sahen die schlechte Nachricht, Herr Groß. An der schlechten Nachricht, ja, ja, Sie können das herunterblödeln, ändern Sie nichts. Wir haben jetzt einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von mehr als 14%, eine Jahrhundertrezession. Wir haben die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und das haben wir seit Monaten. Und daran, Herr Dr. Bornmähner, sind nicht jene Ärzte, nicht jene freien Bürger schuld, die diese Maßnahmen hinterfragen und zu Recht kritisieren, sich gegen Willkür stellen und gegen übrigens Maßnahmen stellen, die der Verfassungsgerichtshof in Österreich aufgehoben hat. Und ich hoffe für Sie, dass Sie sich nicht darin versteigen, auch die hohen Verfassungsrichter der Republik Österreich als Corona-Idioten zu bezeichnen, weil das würde ja auch gut zu Ihnen passen. Also, wir haben eine Situation, wo wir derzeit mit unserer gesamten Volkswirtschaft an die Wand fahren. Und da sind nicht jene daran schuld, die das in Frage stellen. Und seit 6 Monaten warnen und kritisieren. Ich bin in dem Studio gesessen und gesagt, Herr Dr. Bornmähner, wenn Sie und Ihre Gesinnung sich Ihre Angst und Panik machen, sich Ihre Hysterie durchsetzt, werden wir die größte Wirtschaftskrise in der Geschichte der Menschheit haben. Haben Sie mich ausgelacht. Jetzt haben wir die größte Krise der Menschheitsgeschichte, weil die von Ihnen unterstützte Regierung die Betriebe nicht unterstützt, weil die Kurzarbeit als einzige Maßnahme nichts hilft, weil die gegenseitigen Reisewarnungen, die man sich im Sommer noch aus Akt der Willkür gegenüber Kroatien etc. ausgesprochen hat, um denen die Sommersaison zu verhageln, jetzt als Revanchefall zurückkommt, Deutschland, Dänemark, Niederlande, Belgien und alle Österreich auf die rote Liste setzen. Im Übrigen ist das ein Krieg des Buckelten und den Hatscherten. Weil was macht das für einen Unterschied, wenn Deutschland mit 3000 Infizierten, Österreich mit 600 Infizierten auf die rote Liste setzt? Diese ganzen Reisewarnungen bringen unsere Wirtschaft um. Sie bringen unseren Tourismus um. Warum passieren sie? Ja, sie passieren nicht, weil der Herr Groß sagt, dass die Maske in Wahrheit nichts bringt. Nein, weil das nicht trägt, weil der Herr Groß, sondern weil der Herr Groß seit 6 Monaten sagt, Reset-Knopf, es wird jetzt Menschen geben und Politiker geben, die Pandemie für beendet erklären und wir endlich in eine Normalität zurückfinden, die bedeutet, wir werden mit dem Virus leben müssen. Und wenn Sie dann herkommen und sagen, also der Generaldirektor der WHO und der UNO-Chef, 1 Million Tote. Wissen Sie, wie viele Menschen an Herzerkrankungen weltweit sterben im Jahr? Zig Millionen. Ja, super, wissen Sie, wie viele Menschen an Autounfällen sterben? Ja, zig genau. Millionen weltweit. Wissen Sie, wie viele Menschen auf der Welt nach wie vor an Kriegen sterben? Ja. Wie viele Christen verfolgt werden und sterben? Da haben Sie alles kein Problem. Also gegen die Autofahrer. Aber wenn es jetzt darum geht, 1 Million. Wir haben eine Weltbevölkerung von mehr als 9 Milliarden und wir stecken der gesamten Welt, ziehen wir den Stecker heraus und Sie kommen wegen einer Million. Ja, warum machen wir es nicht jedes Jahr bei einer Grippe? Da haben wir 800.000 Tote.